Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Hatzel, ich bin überglücklich und ich bin total müde, aber die Gamescom 2014 ist nun zu Ende, offiziell. Ich bin jetzt hier wieder zurück in meinem Auto unterwegs und nehme meinen ersten und letzten Vlog auf. Hört sich ein bisschen theatralisch an, ist es auch ein bisschen, weil ich mache jetzt mal 5 bis 6 Wochen Pause von allem, also von dem ganzen Internet. Das heißt, ich bin auf keiner Seite für diese Zeit zu finden oder anzutreffen, kann keine E-Mails beantworten oder Anfragen über YouTube, über Facebook, über Twitter. Alles, wie gesagt, 5 bis 6 Wochen finito. Erst einmal Pause. Jetzt fängt es an zu regnen. Ich hoffe, dass die Kamera das nicht so extrem jetzt nimmt mit dem Ton. Und deswegen komme ich ein bisschen näher, aber nicht zu nah, sonst hänge ich am Lenkrad. Warum mache ich diese 5 bis 6 Wochen Pause? Jetzt wird sich jeder denken, Hatzel, du bist doch total bekloppt. Die Gamescom war so erfolgreich für dich. Du hast so viele Kontakte geknüpft und allem drum und dran. Und jetzt machst du Pause. Was soll denn das? Total blödsinnig. Das habe ich mir auch gedacht. Aber es gibt noch was ganz Wichtigeres im Leben. Das ist dann natürlich die Gesundheit. Und diese Zeit werde ich jetzt einfach mal nutzen, um mal wieder so richtig fit zu werden. Die einen oder anderen werden es wissen, ich habe es ein paar Freunden gesagt. 5 bis 6 Wochen, erstmal habt ihr Ruhe vor mir. Ich Ruhe vor euch. Haben wir was gemeinsam. Nein, also ich werde so Ende September, Anfang Oktober dann wieder ein kleines Comeback feiern, wenn man das mal so ein bisschen werbetechnisch hier so präsentieren kann. Ganz viele Baustellen hier, das ist ja ekelhaft. Kaum bin ich mal weg, schon werden überall Baustellen aufgebaut. Und was erwartet euch dann im Oktober? Also, ich bin mal gespannt, wohin die Reise führt. Wie gesagt, ich habe ja auf der Gamescom sehr viele YouTuber kennengelernt oder wieder getroffen und da wird das eine oder andere eventuell mal zusammen aufnehmen, mal an der Tagesordnung stehen. Ich bin mal gespannt. Und was ich mir jetzt natürlich erhoffe von euch da draußen, die mir jetzt natürlich jetzt seit kurzem Folgen abonniert haben, ganz, ganz viele Nachrichten geschickt haben und dass ihr jetzt enttäuscht seid von mir. Denn das wäre natürlich schon nicht so schön, wenn ich euch deswegen jetzt enttäusche, wenn ich sage, ich bin jetzt mal 5, 6 Wochen weg. Aber ich hoffe es einfach mal nicht. Ne? Also ich wünsche mir nur eins, dass ihr mir die Treue haltet, auch wenn jetzt, wie gesagt, sehr viel Ruhe um meinen Kanal herrscht oder um meine Person. Aber ich denke mal, egal wer dieses Video jetzt anschaut, ich komme zurück. I'll be back, hat Arnold Schwarzenegger in Terminator gesagt. Und I'll be back im Oktober 2014. Wenn ihr natürlich jemanden habt, der euch darauf anspricht, was ist mit dem Hatzel los, bei dem ist er so ruhig, zeigt ihm bitte dieses Video. Das wäre ziemlich cool, dass einfach Informationen herrscht. Ich lasse es auch als Kanaltrailer oben stehen auf meinem YouTube-Kanal. In Facebook werde ich es so posten, dass es jeder sehen kann auf meiner Hauptseite, auf meinem privaten Account. Twitter weiß ich gar nicht, ob das geht. Muss ich mal ausprobieren. Aber nur, dass ihr halt, wie gesagt, Informationen habt, teilt dieses Video so oft, wie es geht. Ich habe da keinen Bock, dass da jemand irgendwie nicht diese Informationen bekommt und dann irgendwie, keine Ahnung, denkt, jetzt ist der Hatzel hier quasi weg vom Fenster. Nein, ist er nicht. Ja. Ansonsten, was gibt es noch so zu erzählen, außer die Gamescom? Ich habe keine Ahnung. Ich bin total im Packstress. Also ich bereite mich jetzt, wie gesagt, vor auf meinen anstehende Zeit und bin halt jetzt ein bisschen im Stress, aber ich genieße die Zeit jetzt mal, Auszeit, ich bin da mal weg, so wie es so schön heißt, und freue mich wieder im Oktober, euch alle dann wieder willkommen zu heißen, in meinen Vlogs, in meinen Bubble-Stunden, in meinen Gameplays, die ich jetzt da auch demnächst wieder aufnehmen werde, und ich werde einiges tun. Wie das dann natürlich auch mit meinem neuen Beruf dann aussieht, zeitlich, das muss ich auch nochmal schauen. Aber ich denke mal, ich werde so viel Zeit, wie es nur möglich ist,
ja für euch da sein. Ne? Also ich meine, Privatleben, Arbeitsleben, alles geht natürlich vor allem, das muss auch bei euch klar sein. Aber ja, muss man einfach mal schauen. Ihr seid mir echt wichtig, ihr seid mir echt ans Herz gewachsen, alle, die da draußen sind. Ihr habt mir ganz tolle Nachrichten geschickt. Das freut mich sehr und es bestärkt mich immer wieder, weiterzumachen. Ne? Auch wenn hier quasi Regen und alles dunkel ist und so weiter. Aber wegen euch und wegen euch mache ich dieses ganze Theater um YouTube und so weiter, weil es mir verdammt Spaß macht, Leute zu unterhalten, zu entertainen. Und ja, für jeden Abonnenten, für jeden Follower, für jeden Zuschauer bin ich überaus dankbar und versuche da so viel Qualität reinzustecken, wie mir möglich ist. Und ich lerne jeden Tag dazu und Kritik, Feedback, allzeit willkommen. Also ich warte jeden Tag drauf und aber ja, ich bin einfach überglücklich über das ganze Feedback, was ich da bekommen habe, jetzt auch über die Gamescom und alles. Darum zeitgewiss, ich werde mit einem Donnerschlag zurückkommen und werde alles Mögliche daran tun, mein Portfolio auf meinem YouTube-Kanal und anderen Social Medias zu erweitern. Und ja, da ist natürlich noch eine ganz wichtige Sache, die Spendenaktion für die Deutsche Kinderkrebshilfe wird leider halt auch erstmal auf Eis gelegt. Also auf Eis gelegt, das hört sich jetzt richtig blöd an, aber ich habe halt wie gesagt kein Internet. Ich kann da nichts verfolgen, nichts planen. Ich werde es auch im Oktober wieder in Angriff nehmen und habe da auch volle Unterstützung von vielen Seiten. Das ist mir viel zu wichtig, um zu sagen, ja, das habe ich jetzt mal angesprochen, ich wollte ein bisschen Wind machen, ist mir auch gelungen und jetzt ist es scheißegal. Nein, also Kinder gehen vor, Kinder sind die Zukunft und wenn ein Kind an irgendwas erkrankt ist, wie zum Beispiel an Krebs, dann braucht dieses Kind oder diese Kinder einfach die bestmöglichste Behandlung und die beste Unterstützung, wo es überhaupt gibt und ja, dafür sammle ich eben ein wenig Geld zusammen und ich hoffe halt, dass da einiges zusammenkommt, um den Kindern ein Lächeln auf die Wange zu zaubern, wie es ja auch bei meinen Zuschauern macht. Ja, wie gesagt, ich bin einfach total overload mit Inputs, mit Feedback, mit den Eindrücken von der Gamescom. Ihr merkt es selber, ich bin total überwältigt und ja, wie heißt so schön, ein Liedtitel oder ein Zitat von meiner Lieblingsband, von den Bösen Onkels. Nichts ist für die Ewigkeit. Ich komme wieder, keine Frage. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis später dann. Ich bin und bleibe Hatzi. Ciao.